Moin ihr Lieben, wir sind wieder unterwegs, aber nur für einen kleinen Ausflug. Wir haben mal eben unseren schönen Platz auf der Schafsweide ohne Schafe verlassen. Und ich will die Uli etwas überraschen. Ich bin mal gespannt, ob die Überraschung gelingt. Ja, schauen wir mal. Freust du dich drauf, Schatz? Die Sonne scheint, das kann nur gut werden. Hallo ihr Lieben. Moin moin. Ja, also ist eine Sehenswürdigkeit hier in der Nähe. Zu Fuß haben wir 5 Kilometer da, im Auto ist 21. Da wir nicht gut zu Fuß sind, oder ich besser gesagt, nehmen wir halt den Wald nicht in Kauf. Wo es hier ist. Ja, hier sind wir vorbeigefahren. Als wir die eine Auffahrt verpasst hatten, die wir dann später doch genommen haben, um dann im Dickicht zu verschwinden. Nee, also mitten am Feld. Also wären wir da waren vorbeigefahren, ein Stückchen weiter und wären dann abgebogen, dann wären wir auf der normalen Straße zu unserem Ort hingekommen. Das muss man sich mal vorstellen, weil hier sind wir schon hergefahren. Das ist wahnsinnig. Ich guck mal, ob ich das jetzt finde. Moment. Wo wir nämlich reingefahren sind, müsste gleich kommen. Ja, das waren so 600 Meter entfernt, weil wir hatten die Einfahrt erst verpasst gehabt. Müsste eigentlich jetzt hier schon kommen, ne, oder? Ich habe keine Ahnung. Moment. Moment. Schauen wir mal. Da noch. Ich glaube hier, ja. Oder? Nee, auch nicht. Moment. Genommen. So. Und ihr müsst mir recht geben, das sieht nicht gerade nach aus, dass das verboten ist, da reinzufahren oder ins in die Irre führt. Also, habt ihr das auch mal gesehen? So, und jetzt warten wir auf die Überraschung. Bis gleich. Interessant, Fußvolk auf der Straße. Wir machen hier irgendwo Sport. Gusseln. Kugel auf der Straße werfen. Ja. Ist auch was Neues, habe ich auch noch nicht. Aber gehört habe ich davon schon gesehen. Das ist ja lustig. Krass. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall. With you who don't wanna try to make up dreams. To be seen, I wanna lay here beside you, all quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell. It's not what we see, it's what we choose to be. Sunflowers, high grass and bare feet. Oh, but you each second is a tree. My balance next to you. It's true. Nowadays there's nothing. Oh, jetzt laufen wir gerade oben auf dem Deich direkt auf den Pilsener Leuchtturm zu. Ja, heißt doch irgendwie noch anders, irgendwie Hornbach Leuchtturm oder so ähnlich. Aber ausgeschildert war auch Pilsener Leuchtturm. Und dann denke ich mal, da ist was dran, ne? Ja. Ja. Kann man auch heiraten, wenn man möchte. Genau. Aber wir wollen es nicht, weil wir sind schon verheiratet. Ich fange an mit heiraten. Hammer Hai. Blau Hai. Ja, aber man kann gut auf dem Deich laufen. Wetter spielt mit, wie ihr seht. Die dicke Regenfront ist durch erstmal. Jetzt haben wir hier wirklich schön Sonne. Es war etwas noch milchig, aber das kommt noch. Es ist ja noch früh. Wir haben für den Parkplatz jetzt bezahlt 1 Euro. Für eine Stunde,
kann man sagen. Human. Ne? Ist nicht so teuer. Ich sag mal so, wenn man zu dem Leuchtturm laufen will, da reicht die Stunde ja, eben. Allemal. War das nicht so weit von hier weg? Und ja, allerdings, der Parkplatz selber ist sehr wuselig. Also wenn man hier an Sonntag kommt wie wir, muss man schon ein bisschen Wartezeit in Kauf nehmen. Aber bei uns ging es eigentlich, weil gerade ein großes Wohnmobil noch rausfahren wollte. Jo. Also wieder mal Jackpot. Hat wieder mal gepasst. So, jetzt drehen wir uns mal eben um und Heidewitzka, da ist er direkt zwischen uns. Macht sich doch gut, das sieht ein bisschen schief aus, ne? Oder? Nee, ich glaube, das täuscht. Was hast du mit deinen Haaren, Schatz? Hast du ein Haarproblem? Ja, da sind wieder diese Buffs gut, also diese Tücher. Ja. Ja. Der Schlauchmann sorgt vor. Vergessen. Ne? Ach, so, und guck mal, da was passiert, da war der Akku alle. Aber jetzt haben wir den direkt. Guck mal, jetzt bringt man richtig zwischen uns. Das ist dann wenn mal ein man Bild, dann oder? Jetzt, nee, so mal. Nee. So, so. So? Nee. Und dann? Vorsicht nicht. Ja, also. Ich sag mal so, ich habe ihn mir deutlich größer vorgestellt. Ich sag mal, der ist ja gerade mal zwei Köpfe größer als ich. Also hier ist er noch kleiner als ich. Ein bisschen tiefer. Ja. Ja, aber ist schön. Aber es ist eine Sehenswürdigkeit, schön bemalt und naja, heiraten werden wir hier nicht mehr. Nee. Zumindest nicht in diesem Leben. Und wir machen mal ein paar Bilder, damit ihr mal ein bisschen was drumherum seht. Ich hoffe, ihr seid auch gut. Wir sind auch gut zu hören, weil das Mikro ist nämlich im Wind. Aber ist ja ein Puschel drauf. Ist ein Puschel drauf. Ja, genau. Aber Puschel. So, also genug rumgeflaxt. Wir zeigen euch. Genau. Fire breath in open sky. It's not what we know. It's where we go. I grow wings and tell where we goodbye. It's what we choose to be. Fire breath in open sky. It's not what we know. It's where we go. I grow wings and tell worry goodbye. It's not what we see. It's what we choose to. So, jetzt haben wir noch mal einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Und zwar wo? Ja, wir sind jetzt in Greetsiel. Jo, da ein schönes Bild hinter uns. Und was ich ganz toll finde, da ist noch eine Mühle. Moment, gucken wir mal weiter. Da. Und ich weiß, das ist nicht die einzige. Wir gehen mal los und zeigen euch noch ein bisschen was. Ja, viel Spaß. Kannst du was sagen? Nee, Amen, Halleluja. Ich quatsche mal so viel. Aber das Schöne ist, dass direkt am Eingang von Greetsiel ein Wohnmobilparkplatz ist. Und das kostet jetzt für 3 Stunden 3 Euro. Finde ich fair. Ja, man kann aber auch übernachten. Das ist dann natürlich ein anderer Preis, aber den wissen wir jetzt ja, aber nicht. Hier sind die Tagesgäste und das andere ist auf der anderen Seite. Nee, ist geradeaus durch, glaube ich. Ja, geradeaus ja. Durch, genau. Okay, bleibt dran. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall with you. Who don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. So, was Neues wieder. Ja, sind wir sind jetzt im Hafen von Greetsiel. Klein, süß, schnuckelig. Jo. Kannst du ein bisschen im Hintergrund sehen. Aber ehrlich gesagt, Greetsiel ist nicht groß, aber ich bin fertig. Ich könnte jetzt so nach Hause fahren. Also zumindest zu unserem Platz. Aber das nehmen wir natürlich noch mit, das wollen wir euch noch zeigen. Und da werden wir noch ein paar schöne Bilder zusammenschneiden von. No? Jo, du machst das schon. Lass uns überraschen. Für euch kommt es jetzt. Für uns erst, wenn es geschnitten ist. Ja. Also, bleibt dran. Viel Spaß. It's not what we see, it's what we choose to be. We're beyond good, I've never been so ready. Fire breath.
open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell worry goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Fire breath. Aber wollen das auch mal festhalten? Ja. Ja, du machst das immer so schön. Und dann muss der Schrank und das Öl raus. So, heute gibt es ganz einfache Kost. Leckere Bratwurst aus einem Automaten, Käse drin, das ist Wurst vom, ich hab fast gesagt vom Bauern, eigentlich ist es vom Schwein, aber auf jeden Fall vom Bauern, oh. Das Scherzkeks. Wir haben 50 aus dem Automaten gezogen. Und dazu gibt es echten, hand aufgefüllten Kartoffelsalat. Haltbarkeitsdatum, du musst du nicht gucken. Das heißt, war schon nee, ich habe nur geguckt, ob das Schnittkäse ist oder nicht. Da steht ganz klein drauf mit 12% Gouda. Boah, das ist ja fast nur Gouda. Ich will ja Fleisch haben, kein Käse. Oh Mann, ey. Das ist aber nicht der Schafe, der war nicht der. Schatz. Was? Oder das Schafe. Oder das auch mit Chili hat er doch auch mal. Jo. Oh, Flämmchen rein. Jawohl, ja. Guck doch mal, wie viele Müllkäfer das hier haben. Und das war jetzt dein Handy? Hatten wir, bitte? Das war jetzt sehr wahrscheinlich dein Handy. Da kannst du dir jetzt da unten raussuchen. Runtergefallen? Ja. Oh oh. Tja. Und wir haben uns hier heute gerade mal Pataschas Reisen anguckt. Also jetzt ist natürlich die Patascha, weil das ist jetzt so Bildschirmschoner, aber Pataschas Reisen haben wir noch zwei Folgen offen und anderthalb Folgen offen. Die haben wir uns heute mal angetan. Die beiden sind ja super lieb und super klasse und es macht wirklich Spaß, den beiden Reisen zu gucken. Aber das sind jetzt die lecker Würstchen. Für alle Vegetarier unter euch, Entschuldigung, aber wir sind Fleischesser. Aber wir tolerieren auch Vegetarier. Ja, leben und leben lassen ist mein Motto immer. So, wenn das Ganze fertig ist, dann zeigen wir euch dann auch mal, wie lecker das dann aussieht. Also, ja. Also das ist aber so eine ganz blöde Zange. Da müssen wir was anderes nehmen. Ja, das ist die Anti-Greif-Zange. Oh, die ist aber gut gebacken, ne? Sind nur voll geglitscht, zusammengeglitscht. Die Küche ist so eine Ausnahme, die wir jo. Also, bis gleich, oder? Ja. Noch sein? Nee. Ich jo. Muss mich jetzt konzentrieren. Und die konzentrieren.
guten Appetit, Spatzel. Danke. So ihr Lieben, das war's. Das Wochenende hier auf diesem schönen Stellplatz im Norden ist jetzt leider von uns geräumt. Es war sehr schön hier, ne? Nach einer ruhigen Nacht. Ja, wir hatten wirklich eine ruhige Nacht. Heute ist es sehr stürmisch und kalt. Also wir haben jetzt kein Problem damit, gleich in unsere warme Bude zu fahren. Nee. Und also wirklich, für uns war das ja wirklich ein Abenteuer hier. Ja, absolut. Mit glücklichem Ende, Gott sei Dank. Wir sind gestern nochmal, logischerweise, wir waren ja in Greetsiel. Da sind wir, da haben wir die Adresse hier nochmal eingegeben gehabt. Das ist übrigens über Vansite gebucht. Der Besitzer heißt Reno W. Und also Reno W. Punkt. Ist ein kleiner Hof, also da, wenn man Vansite aufruft, dann taucht das so direkt am Deich auf, dass man dann da buchen kann für, ich glaube, 13 Euro irgendwas ist das insgesamt pro Übernachtung. Und ja, dann haben wir nochmal die Adresse eingegeben und sind dann wieder zu diesem Feldweg geführt worden. Das waren wir natürlich aber witzig. Da waren wir Fuchs, ne? Ne? Sind wir natürlich da nicht reingefahren. Ja, jetzt haben wir uns gerade nochmal lieb verabschiedet da, Flasche Wein rübergegeben, weil das wirklich, ja, wir wurden gerettet. Auch mal ganz herzlichen Dank. Ganz vielen Dank, lieber Reno. Wir werden das in guter Erinnerung behalten, auch des, trotz des Missgeschicks, sagen wir mal so. Ja. Ja, und somit bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, abonnieren nicht vergessen. Genau. Daumen nach oben. Ja, jetzt hast du schon mal alles weggenommen. Nee, kommentieren vergessen. Nicht vergessen, genau. Vielleicht ist euch jetzt sowas auch schon mal passiert, so ein Missgeschick. Schreibt es mal in die Kommentare. Aber einige Ideen haben wir ja schon gekriegt. Einige Missgeschicke meine ich nicht Ideen. Genau, wir haben schon Geschichten erzählt gekriegt. Aber das bleibt unter uns. Solltet ihr mal hier in die Richtung fahren, werdet ihr in einen Feldweg eingeleitet, lasst es, fahrt einfach geradeaus weiter, dann kommt ihr auch dahin. Weil das ist nämlich gerade mal von der Stelle, wo wir waren, noch Kilometerchen um die Ecke. Ja. So, also. Um zu sozusagen, wie der Norddeutsche zu sagen pflegt. Also, an dieser Stelle. Tschüss in die Ferne.